Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans. Die Nummer 50 ist es. Ja, letztes Mal haben wir hier so ein bisschen was angeguckt und wir haben dann festgestellt, dass hier die Raffinerie immer ohne Öl ist und wir mehr Öl brauchen. Und da wollen wir uns jetzt drum kümmern. Ja, hier steht ja schon einer und wartet. Und wie sieht's hier aus? Da sieht's mit Mangelware aus sozusagen. Ja, das heißt, wir müssen gucken, wo sind die Schiffchen, die das Öl bringen. Okay, wir haben hier unten natürlich noch die Pferdekopfpumpe, die bringt da auch Öl hin. Hier haben wir, ne, den, der kommt gerade mit 108 Kubikmeter Öl. Der ist voll beladen. Okay, einfachsten wäre natürlich hier noch ein zweiter Zug gerade anzusetzen. Wie sieht es denn hier aus? Öl 7. Und was liegt hier? 93, aber der, ich glaube, das ist schon eine relativ kleine Geschichte, da die Pferdekopfpumpe. Das wird sicherlich sinnvoller sein, wenn wir hier die Ölplattform in Angriff nehmen. Ölbohrinsel. Ist das und Ölfeld? Ach so, ja, das ist das Ölfeld. Kurz gucken, wie sieht das hier aus? Hier liegen wahrscheinlich 38.380. Ja, da wird sich ganz schnell anbieten, erstmal noch ein Schiff dahin zu machen. Das geht ja relativ zügig. Da brauchen wir ja im Endeffekt nur auf die Werft und ein Schiff gebaut. So, das Schiffsdepot ist das natürlich nicht die Werft, aber im Endeffekt ist es ja eine Werft. Und dann brauchen wir den Ölfrachter. Den haben wir hier und den setzen wir dann auf eine Öllandroute, würde ich mal sagen, ne? Gucken wir mal den Fahrplan gerade an. Osnabrück-Wald. Ist das? Potsdam-Wald-Bahnhof. Ups, da sind wir ein bisschen falsch, aber das wird Osnabrück-Wald-Bahnhof sein, genau. Und ich denke nicht, dass es da noch eine zweite Linie gibt, sondern das wird die sein. Und dann starten wir das Schiff mal. Jetzt ist zu überlegen. Ja, zack, noch eins mehr und ist gut, ne? Kann ja nicht schief gehen. Öland. Mal hier reingucken. Potsdam Waldhafen. Mal gleich mal gucken, ob das da oben macht. Das sehen wir hier. Potsdam Waldhafen passt also. Gut, gestartet haben wir das Schifflein. Ja, dann sollte da auch mehr werden und die beiden Züge haben dann auch was zu tun. Fährt denn da jetzt eigentlich einer oder nicht? Ne, fährt zurzeit keiner. Haben wir denn hier was abgeladen? 90 Kubikmeter Öl sind da. Ist hier was schief gelaufen oder was? Ach so, der zweite war schon reingefahren und er wartet jetzt, bis der erste weg ist. Das kann natürlich sein, ja. Gut, hier haben wir die Warteschleife, das ist auch okay. Ja, das dürfte hier alles okay sein, denke ich. Könnte höchstens hier noch ein Signal mehr hinstellen, ne? Die Züge können etwas länger sein. Und da sind noch 90 Kubik. Ja. Jetzt ist die Frage, wann kommen die Schiffe an, ne? Oh, was ist hier? Hier ist was Neues gebaut. Eine Füllverbrennungsanlage an Land haben wir jetzt auch. Und da gibt es noch Müllhöfe zu. In Schwerin. In Flensburg. In Frankfurt, weil die haben noch nicht genug. Und dann noch in Lindau. Und in Mühl. In Duisburg. Ja, okay, wunderbar. Ganz prima, da wollen wir hin. Ja, der Müll, der ist noch ein Thema. Den müssen wir dann eigentlich auch noch in Angriff nehmen, ne? Gut, wie sieht es hier bei unserem Kohlegrube aus? Die ist permanent am Fördern, wird aber auch alles gut abgeholt, denke ich. Auf dem Bahnhof sind noch genug Tonnen drauf. Oh, der wartet hier aber. Beladung 43% und der Beladung 77%. Jetzt wird der hier beladen als erstes, oder was? Das ist ja interessant.
ja. Der ist auch voll, ne? Ach, der wartet, glaube ich, auf den, dass er durchfährt, ne? Kann das sein? Wahrscheinlich. Lass den mal jetzt gerade weg sein und dann wartet er auf den hier wahrscheinlich noch, ne? Oh, das sieht auch nicht gut aus, ne? Hm. Hier steht ein Signal. Der müsste jetzt kreuzen. Und da kommt schon wieder einer. Das kann ja nicht sein, dass der da so ewig steht, oder? Jetzt fährt der. Aha. Warum stand da oben jetzt einer? Das ist hier eine gute Frage, ne? Okay, der hat auf den gewartet. Und da kam einer, aber das ist okay. Alles klar, das läuft mal. Ich hatte jetzt schon Sorgen, dass da oben einer permanent wartet und es passiert nichts. So, jetzt müssen wir hier aber Öl haben, oder? Haben wir auch. 290 Kubikmeter. Und wie viel haben wir hier? Das können wir zumachen. Achso, das ist ja hier. Null Öl. Ja. Gut. 290. Ist die Frage, können wir uns einen dritten Zug da noch leisten? Müsste eigentlich auch noch gehen, ne? Der kommt jetzt von unten. Lass mal gerade schneller laufen. Müssten wir hier noch ein Signal hinstellen. Wäre aber auch kein Problem. Oder, ne, da nicht, da muss es hin. Ja, ist immer ratzfatz weg, das Öl, ne? Das ist... Ja, was machen wir da? Noch einen Zug hin, komm, zack. Der kommt von da, ne, ja. Eine Lok. Was haben wir denn hier? Das ist ja eigentlich eine ziemlich schwache Lok, ne? Ist natürlich günstig mit 3,16. Was haben wir hier? 5,84. 6. Warum sind die alle rot? Sind alle hinten? Endsegment, alles klar. Das ist Mittelsegment. Was haben wir hier? 29, 440, 630, 837, 26. Ja, irgendwie ist es aber immer noch die, ne, 8,60 €, die ist die günstigste. ist eher eine Rangierlok, ne. Die hat schon hier dreimal so viel. Die fährt 80 km/h. Zack, die nehmen wir. Und Waggons dahinter für Öl. Da ist er. Ist das auch ein Ölwaggon? Ne, ein Tankwagen, doch. Das ist schon größer. Wie viel kann der? 18 Kubikmeter und der kann 45. Und da ist er schon mit ausgelastet, wa? Wenn wir noch einen nehmen, sind wir bei 55 km/h. Das ist genauso schnell wie die Kleine. Hier kann sie schneller fahren. Da kann sie mit Vollspeed fahren. Super. Ah, drei Tankwagen. Okay, es ist natürlich viel drin. Machen wir. Lass mal gerade hier checken. Güterzug Ölland ist das. Güterzug Ölland und starten. Dann wollen wir das Signal nicht vergessen. Dieses und das war das hier. Oh, wir können das ja auch hier hinstellen, ne?
sollte funktionieren. Wunderbar. Ist er das hier schon? Nee, ne? Bestimmt nur im Depot, ne? Da kommt er gerade raus. Gucken wir mal. Bisschen schneller laufen lassen. Aber wir können den auch verfolgen, ne? Schneller laufen lassen. Zögert etwas. Okay, jetzt wartet er auf freie Strecke. Jetzt kommt er. So, jetzt ist er da. Lädt. Wartet auf freie Strecke. Kann fahren. Fährt entlädt. Ja, das passt. Ja, die haben da gerade Öl genug gebracht, ne? 1000, okay, das reicht jetzt wohl. Gut, Verfolgen machen wir mal aus. Der fährt sowieso plus ein, das ist auch okay. Und noch einer würde für die Strecke erstmal nicht gut sein, denke ich mal. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben immer wieder ein bisschen Öl. Ja, es ist nicht viel. Wo sind wir denn hier? Zack, und da sind, ja okay, das bleibt bei 1000. Das hält sich die Waage, das ist gut. Jetzt haben wir wieder 1000. Ah, ich glaube, das klappt schon so. Gut, das haben wir auch erstmal. Wie sieht es denn hier aus? Hier ist aber immer noch Stau, ne? Würde mich mal interessieren, warum die fahren wahrscheinlich, weil der Personenzug ist durchgefahren. Die von der Zeit fahren die, nicht von der Beladung. Aber obwohl, es ist ja was drin in dem jetzt hier zum Beispiel. Das ist ja okay. Können wir da schneller machen? Okay, er wartet auf voll oder was? Beladung 87%, fährt. Ja, geht aber. Es sind welche, die fahren leer weg. Aber es sind auch genug, die was kriegen. Gut, okay. Das klappt also auch erstmal. Da ist gerade neu gebaut worden. Wie sieht es hier bei der Tankstelle aus? Die ist, da ist leer, und wie ist es in der Tankstelle? Die haben kein Benzin. Auch gut. Klar, liegt natürlich daran, dass hier auch nicht vorangeht. Allerdings ist die Schlange jetzt kürzer. Das heißt, es hat sich amortisiert, oder wie sagt man? Jetzt kommt der nächste Ölzug. Okay, die müssen jetzt erst produzieren. 91. Und sehen wir da 100% oder fährt er schon vorher weg? Na komm schon. Klappt nicht. Ist auch kein Öl mehr da. Das heißt, der nächste LKW muss, Zug muss kommen und Öl bringen. Und der war jetzt gerade wegen dem verhindert. Auf wen wartet der? Auf den. Okay, der fährt bis dahin vor, dann kann der auch schon weitergefahren werden. Das ist okay. Und hier haben wir einen Personenzug. Köln-Dresden fährt er ab. Und hat 123 Leute dabei. Das ist doch alles schön. Wie sieht es bei dem anderen aus? 97 Leute. Ja, das rentiert sich ja im Endeffekt. Okay, das sind natürlich Zahlen, die sind alle voll im Minus. Das ist jetzt nicht so dolle, ne? Aber wir kriegen erstmal die Leute durch die Gegend gefahren. Wird schon klappen. Ja, der steht da mit seinen 91% immer noch. Der nächste Zug.
90% hat er. Jetzt gab es Öl, jetzt muss das hier umspringen, oder? Weg ist er. Ja, jetzt kommt der nächste rein, hat nur 54%. Ja, das ist auf der einen Seite ein bisschen schwach. Ja, ich glaube, wir müssen gucken, dass wir da irgendwie noch was machen. Bahnsteigchen, komm, zack. Erstmal ein Gleis gebaut. Und ist das sinnvoll, dass der hinten rum verbindet? Eigentlich nicht. Wir müssen hier was umbauen. Da müssen wir ein bisschen Strom ändern. Wie machen wir das? So geht's, oder? Müssen wir mal gucken, wie wir den Zug da drunter her schicken. Hier lang und da lang, okay? Geht. Wird auch alles funktionieren. Gut. Bahnsteig. Für Güter dahin. Ist auch noch ausbaufähig. Aber soll erstmal so reichen. Gut, dann müssen wir Routen ändern oder Linien. Davor machen wir gerade noch ein Gleis, sehe ich gerade schon. Das ist sinnvoll. Hier verbinden. So, der fährt jetzt nicht da ein. Dann machen wir mal hier die Güterzug Öl Land. Linie ändern. Und diesen hier löschen wir. Und den fügen wir hinzu. Das sollte schon eigentlich gewesen sein. Dann sollten die drei dahin fahren. Schauen wir mal. Nö. Wieso? Okay, die haben vielleicht noch das alte Kommando dran gehabt. Warten wir mal ab. Jetzt fährt er links rum. Warum fahren die denn darum und nicht darum? Ist doch eigentlich logisch, hier lang zu fahren, oder? Soll ich das Stück mal wegmachen? Dann müssen die da lang fahren. Probieren. Löschen. Wunderbar. Schneller laufen lassen. Er fährt da lang, da lang, da lang. Jetzt fahren die alle richtig. Güterzug ist auch da lang gefahren. Der fährt da lang, der fährt da lang, der auch. Personenzug wartet auf freien Bahnhof. Ach so, weil der da noch herkam. Alles klar. Der fährt da lang. Kommt zurück und fährt da lang. Ah, der Personenzug fährt da durch, weil der hier nicht anhält. Gut. Und der zweite. Steht er da hinten, da kommt der zweite, fährt da rein und wo fährt er raus? Fährt auch da lang raus.
Ja, okay, lassen wir so. Wird schon passen. Wie sieht's jetzt? Oh, das war eine ganz schlechte Idee. Oh, da hätte ich die Lupe haben müssen. Das war aber ganz doof jetzt. Zack, 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 schnell, schnell, schnell einen neuen Bahnhof machen. Einen Hafen. Das war fürchterlich ungeschickt. Den zu angucken. Öl ist noch da. Fahren da noch die Schiffe hin? Das ist jetzt die Frage. Ich nehme das Öl wieder mit. Alles klar, der war doch an der Stelle daneben. Super. Erweitern wir das Ganze nochmal. Noch ein Schiff und noch ein Hafen. Dein. Schneller laufen lassen. Na komm schon. Wo ist unser Schiff? Da kommt's. 320 Kubikmeter entladen. Wunderbar. Klappt wieder. Oh. Okay, das ist jetzt leer. Sollte aber auf Dauer wieder funktionieren hier. Und der Stau ist jetzt wieder da. Wahrscheinlich aber auch, weil ich da gerade das mit dem Schiff hatte, ne? Kann das sein? Ja, ich sehe gerade, hier ist eine Unterbrechung von der Stromlinie, ne? Kann das sein? Lupe haben wir an, Lupe haben wir an. Gut, jetzt haben wir das auch geschlossen. Passt das wieder. Okay, ja, gut, das läuft alles. Wollen wir aber langsamer hier. Ja, Öl ist immer noch gefragt, ist klar. Jetzt ist die Frage, sollen wir da noch was machen, noch einen hinschicken? Machen wir da noch ein Gleis länger? Den wollte ich noch einen weiter rüber haben. So. Jetzt müsste das eigentlich gut gehen, oder? Da ist jetzt nicht die Lupe. Wollen wir die Lupe nehmen, ne? Und Loks. Wie fahren die denn hier? Die fahren alle mit Gewinn. Okay, dann kann das auch ein bisschen teurer ruhig sein. Oh Mann, ey. Die hat natürlich richtig PS hier, ne? 800. 900. 1210. Die ist teuer, die nicht. Muss aber ein Tender dran. Ist aber nicht schlimm, machen wir. So, welchen Tender kriegt die? Der ist schon dran, ne? Alles klar. Dann Waggons dran. Ne? Wie? Zwei Waggons sind schon ausgelastet, oder was? Okay, dann fährt sie nicht mehr so schnell. Aber so ist sie noch ziemlich schnell. Zuglänge 3. Okay, das können wir so lassen. Güterzug Öland. Wunderbar. Und starten.
wohl den Zug haben, Leute. So. Gut. Dann haben wir noch eine teure Lok dabei. Das zu. Einmal schneller machen. Gucken, wie wir mit der zurande kommen. Man kriegt sie grün. Jetzt hat sie grün. Jetzt steht's da noch. Aber weil der durchfahren muss, jetzt fährt der. Ist hier kein Öl mehr da, oder was? Hat geladen, 180 Kubikmeter. Und liefert ab und 2000 hat es nur gebracht oder so. Ja, hier fehlt es jetzt doch an Öl, ne? Das heißt, schnell noch ins Dingensdepot, ins Schiffsdepot und noch ganz schnell Dingens geholt. Wie heißt es? Ein weiteres Schiff, das müsste hier sein, oder? Ja. Noch ein Schiff, noch ein Öltanker, Ölland und starten. Ja, okay, das müssen wir nächstes Mal nochmal angucken, wie das läuft mit dem Öl. Das sollte aber laufen. Speichern wir jetzt erstmal ab. Wie weit ist er hier? 2750. Kommt da gerade noch ein Schiff rein? Ich glaube nicht, oder? Doch, da kommt's. Jetzt fährt er noch eine Runde. Na, ich glaube, das nimmt ab. Der wird noch besser werden. Nur das Öl fehlt hier. Okay, das wird aber auch noch kommen. Da kommt wieder einer. Okay, müssen wir nächstes Mal gucken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Das ist dann die Folge Nummer 51. Dieses war jetzt die Folge Nummer 50. Okay, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen, wie gesagt, und bis dann. Tschüss.